Hello, I'm Roland. I shouldn't be here right now. I should be on my way to Toronto. And I would love to be on my way to Toronto. Goethe Institute had invited me to see the opening of my play, Winter Solstice, at Soul Pepper Theater. And I was really looking forward to see that. And there were readings planned from texts of mine, and a talk back, and maybe a lecture. And all this, of course, had to be canceled. So, what can we do? I taped myself reading from texts of mine in German and in English. I hope it's more or less understandable. And there will be also a Spanish part. And this is going to be performed by the actress Adriana Hagume. Well, I hope you like the small videos. And I hope to see you soon in real. And well, take care. Das hier dauert noch 20 Stunden, hatte er vorhin einen polnischen Lastwagenfahrer auf der Fahrbahn rufen hören. Das hier dauert noch 20 Stunden, hatte der Mann immer wieder gerufen. Der junge Pole stieg aus dem Wagen und machte mit seinem Telefon Fotos von dem entfernten Feuerschein in der Nacht. Dann stieg er wieder in den Wagen. Auf den Bildern war nichts zu erkennen. Er rief seine Freundin an, Agnieszka, die in Berlin auf ihn wartete. Nein, das dauert hier noch Stunden. Was machst du? Fragte sie. Hast du eine Decke? Lass den Wagen stehen und lauf zu dem nächsten Dorf. Hier ist kein Dorf. Da ist irgendwo ein Dorf, da muss ein Dorf sein. Hier ist nichts, man sieht nichts. Da muss ein Dorf sein, Thomas, schlauf zu dem nächsten Dorf, du erfrierst da. Hier ist kein Dorf, ich kann den Wagen hier nicht stehen lassen. Nachdem er eine weitere Stunde in dem Stau gestanden hatte, stieg Thomas aus dem Wagen, um zu der Unfallstelle vorzulaufen. Bevor er losging, suchte er sich einen Orientierungspunkt, denn er wusste, dass er ohne Orientierungspunkt den eingeschneiten Toyota nicht wiederfinden würde. Am Straßenrand rechts vor ihm stand ein Schild mit Kilometerangaben. Berlin, 80 Kilometer. Ich bin ein Pfadfinder, dachte er. Ich bin ein Scheiß-Pfadfinder. Thomas lief vor zu der Unfallstelle. Es schneite immer weiter. Die Blaulichter der Rettungswagen drehten sich in der Dunkelheit. Als er näher kam, sah er die weiß-blauen Flammen der Schweißbrenner, mit denen die Feuerwehrmänner versuchten, die Menschen aus den verkeilten Fahrzeug zu befreien. Er hörte Rufe und Schreie. In dem dichten Schneetreiben stand ein etwa 60-jähriger Mann am Rand der Fahrbahn, kräftig, im Unterhemd, blutig, vermutlich ein Fernfahrer. Kann ich dir helfen? Rief Tomasz dem Mann auf Polnisch zu. Er glaubte ihn zu kennen, aus Warschau. Aber der Mann schrie zurück: Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ein Hubschrauber landete auf der anderen Seite der Autobahn. Man hatte Scheinwerfer aufgebaut, Rettungssanitäter brachten jemanden auf einer Trage zu einem der Krankenwagen. Sie liefen, so schnell sie konnten. Eine Frau rannte neben der Trage her. Sie schrie immer wieder etwas, ein Wort, vielleicht einen Namen, und dann rutschte sie aus und fiel in den Schnee. Die Sanitäter rannten weiter. Thomas drehte sich um. Er lief zwischen den stehenden Autos zurück in die Dunkelheit. Drei Rettungswagen mit Blaulicht kamen ihm auf dem Standstreifen entgegen. Er suchte in dem Schneetreiben nach seinem Orientierungspunkt, dem Straßenschild mit den Entfernungsangaben. Er fand den eingeschneiten Toyota und ging um den Wagen herum, um den Schlafsack aus dem Kofferraum zu holen. Tomasz lebte seit 3 Jahren mit Agnieszka in Berlin. Meistens arbeitete er für einen Polen, für Marek. Marek und seine Mannschaft entkernten Häuser. Oder sie renovierten sie. Sie machten alles. In Polen hatte Tomasz immer allein gearbeitet. Er hatte, wenn er außerhalb von Warschau Arbeit bekam, manchmal nachts in dem Schlafsack auf den Baustellen oder im Auto geschlafen, allein. Aber in Deutschland ging das nicht mehr. Seitdem Tomasz in Deutschland lebte, hielt er es nicht mehr aus, allein zu arbeiten. Seitdem er in Deutschland war, hielt Tomasz es nicht mehr aus, allein zu sein. Das Kofferraumschloss des Toyota war eingefroren.
Rechts vor ihm stand ein Schild am Straßenrand, 80 Kilometer bis Berlin. Dann sah er den Wolf. Der Wolf stand vor dem Schild am Rand der verschneiten Straße, 7 Meter vor ihm nicht mehr. Ein Wolf, dachte Thomas. Das sieht aus wie ein Wolf. Vermutlich ein großer Hund. Wer lässt hier seinen Hund rumlaufen? Oder ist das doch ein Wolf? Er machte ein Foto von dem Tier vor dem Schild im Schneetreiben. Der Blitz in der Dunkelheit. Einen Augenblick später war der Wolf verschwunden. Coño.